Für mich ist es eigentlich schon, ich bin schon ein bisschen sensibel geworden, wo das eigentlich noch nicht in Italien oder bei uns in Europa angekommen ist. Ich habe das schon, als in China aufgeflammt ist, habe ich schon so ein bisschen die Ohren gespitzt und ja, mir meine Gedanken gemacht. Also, es hat natürlich extrem emotionale Momente gegeben. Einerseits natürlich, wo wir erfahren haben als Eltern, dass der Moritz nierenkrank ist. Dann so der zweite Moment war, wo dann das Nierenversagen wirklich da war. Der Moritz hat noch zwei ältere Geschwister. Das ist natürlich die ganze Familie durcheinander gebracht. Ja, und das sind nachher zwei schwere Jahre gewesen, wo der Moritz sehr viel krank war, sehr viel im Spital war. Wir mussten alles organisieren. Und das nächste war nachher, ja, dass er transplantiert worden ist. Das war nochmal ganz, ganz emotional gewesen. Also da haben wir grosse Angst gehabt, weil der Moritz auch nicht in einem gesundheitlich guten Zustand war. Und für mich war es auch so ein bisschen offen gewesen. Ja, wie geht das aus? Überlebt er das überhaupt? Er war 3-jährig und er hat wie, ja, die ersten paar Jahre nicht als normales Kind aufwachsen können. Also er war wirklich fast mehr tot wie lebendig gewesen. Er konnte keine 50 Meter laufen. Er als er an der Dialyse war, jede Nacht hat er wirklich extrem gelitten. Also er konnte nicht mehr essen. Er konnte nicht mehr spielen mit seinen Freunden. Also für mich war es ganz speziell, dass wir am Anfang, dass die Leute extrem Anteil genommen haben. Uns auch sind besuchen. Und irgendwann hat es so ein bisschen an Sexiness verloren. Aber es hat auch andere gegeben, von Leuten, die ich das nicht erwartet habe, die uns extrem nahe gestanden sind und uns eigentlich über die ganze Zeit begleitet haben. Und das ist ganz etwas Schönes. Ich habe gerade letztens jemanden getroffen, den ich vorher nicht gekannt habe und bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Und ich weiss nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben das Thema Organspende gestreift und sie hat mir dann gesagt, dass sie strikt dagegen, das sei für sie kein Thema. Und ich habe dann zuerst mir überlegt... Sie hat es gewusst? Nein, eben, sie hat es nicht gewusst, genau. Zuerst dachte ich, ob ich da darauf reagieren soll. Und dann habe ich gesagt, ich habe einfach ganz eine andere Haltung, weil ich auch betroffen sei. Und es war dann eigentlich ganz schön. Also es ist dann wie so ein bisschen, ja, es hat dann wie so einen kurzen Moment von der Ruhe gegeben. Und sie hat dann gefunden, okay, ich habe jetzt ganz viel Neues dazugelernt und ich tue mir das nochmal überlegen. Und dann habe ich einen ganz schönen Moment gefunden.